Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Flucht nach vorn, wo wir versuchen, einer explodierenden Erde zu entfliehen als Menschheit in einer Technokratie. Wir haben mittlerweile ist unser Reich schon so groß geworden, dass wir Schwierigkeiten haben, es effizient zu verwalten. Das ist gut, wir haben Terra Nova, wir haben Thalassa, die momentan ausgebaut werden, aber noch nicht genug Wohnraum haben. Hier passen noch 3 Leute hin, aber es gibt keine Jobs. Und hier passen noch 4 Leute hin und es gibt einen Job. Und hier haben wir 8 Wohnungen und noch 5 Jobs und noch 10 Leute sind hier drauf. Das heißt also, so langsam haben wir die Erde freigeräumt, weil hier sind 30, 23. Die Erde ist mittlerweile unsere kleinste Welt. Von der Bevölkerungszahl her. Das ist gut. Hier haben wir natürliche Schönheit und tapfere Bürger. Okay, hier können wir jemanden umsiedeln. Wir schauen mal, was für ein Job fehlt. Ein Bergarbeiter. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir auf der Erde einen Bergarbeiter haben. Hier ist ein arbeitsloser Spezialist. Auf der Erde haben wir Bergarbeiter, aber das sind alles Robotniks. Okay. Ha. Jetzt haben wir noch einen Roboter auf die Erde geschickt. Können wir irgendwas verkaufen, damit wir noch einen wegschicken können hier? Da ist noch ein Roboter für 100. Und dafür können wir dann wie viele Menschen rüberschicken? Machen wir mal die beiden Metallurgen oder einen Metallurg und einen. Oh, das war's schon wieder. $250 kostet das, einen Menschen umzusiedeln. Das ist verdammt teuer. Oh, warte, bevor ich hier auf schnell stelle. Siehst du, geht schon los. Haben wir keine Nahrung mehr. Okay. Da gibt es ein Plus, das ist gut. Hier gibt es auch ein Plus, das ist auch gut. Das heißt, wir können hier Nahrung kaufen. Wir werden weiter Roboter gebaut, das ist gut. Und hier Forschungslabore, okay. Da können wir dann Leute. Ach ja, und wir wollten gucken, was hier sonst los ist. Also, wir haben unsere netten Nachbarn, die. Wie heißen sie noch? Aus dem Dingstar-System. Die Hifna, okay. Und hier unten haben wir die Motok. Und hier oben haben wir natürlich ein Fallen Empire und zwar Isolationisten. Das ist super, das heißt so in die Richtung. Viel weiter können wir uns da nicht ausbreiten. Ist das hier die Reliktwelt? Okay, die wir momentan noch nicht besiedeln, weil ich weiß schon, was dann passiert. Dann kommt ein großer Drache und schießt uns die Welt kaputt. Und wenn wir da dann Leute drauf haben, dann haben wir ein bisschen Pech gehabt. Okay. New technology discovered. Es gibt neue Technologie und zwar Stadtdistrikt Wohnung plus 1. Das ist cool. Das heißt, wir haben mehr Platz auf unseren Welten. So. Was ist jetzt los hier? Monatlicher Handelspreis zu hoch, zu niedrig. Ja, das ist dann halt so, wie es ist, nicht? So, dann hoffen wir mal, dass wir trotzdem noch genug Geld bekommen hier. Ja, ja, wunderbar. Es fehlt nur noch Nahrung, das ist gut. Können wir auf Thalassa vielleicht noch ein Agrargebiet bauen.
Wollen wir mal gucken im Situationslog. Kleptomanische Ratten. Dieser Planet beherbergte eine Säugetiergesellschaft bestehend aus zwanghaften Sammlern und Hortern. Ihre labyrinthische Stadt ist mit Müll übersät und ihre gewaltigen, baufälligen Gebäude sind aus Resten von wiederverwendeten Materialien zusammengesetzt. Soweit das Auge reicht, befinden sich Berge von Schnickschnack, Ornamenten und Artefakten. Die kleinen, rattenähnlichen Einwohner stellen keine eigenen Güter her, sondern waren fähige Raumfahrer, die wahrscheinlich die Dinge aus anderen fremden Kulturen stahlen, die sie brauchten, sowie eine Menge von Dingen, die sie nicht brauchten. Okay, wie sind die dann zu Raumfahrern geworden? Mondbeute, Epsilon. Wo ist denn... Oh je, ich bin ganz unten. Ganz unten in der Rangliste, aber ist ja kein Wunder, wenn uns hier die Welten explodieren und wir umziehen müssen. Die Erde ist explodiert? Ernsthaft? Die Erde ist schließlich explodiert und hat den gequälten Planeten aus seinem Elend befreit. Nur Fragmente unserer früheren Heimatwelt sind als kalte und leblose Erinnerungen unserer Vergangenheit erhalten geblieben. Leider wurden nicht alle von der Oberfläche evakuiert. Bevor der Planet zerstört wurde, ist es schwer vorstellbar, welche Schrecken sie erlebten, als ihre Welt um sie herum auseinanderfiel. Dennoch ist es jetzt an der Zeit, in die Zukunft zu schauen. Während wir das Verlorene wieder aufbauen, müssen wir sicherstellen, dass die Opfer nicht umsonst waren. Wir werden sie in... Das ist natürlich jetzt ätzend. Da waren noch ein paar Leute drauf, die wir vielleicht noch hätten retten können, aber wir haben ja so das kleine Geldproblem hier. Und das ist ja immer irgendwie das Problem. Aber was wir jetzt machen können, ist, wir können den Rest von Erde auseinandernehmen für die Mineralien. Und wir brauchen ganz dringend Alloys und Legierung. Nicht hier, aber oh Gott, hier auch nicht. Überhaupt nichts mehr. Aber wir können hier Platz schaffen auf dem Welt. Okay. Construction online. Das ist gut zu wissen. Okay, dann verkaufen wir mal, damit wir hier im Verwaltungszentrum den Seetang entfernen können, um vielleicht, ja, wir, ja, okay, gut. Das müssen wir entfernen. Fertig. Entferne mal den Seetang. Und die Agrarwelt ist unsere Reichshauptstadt jetzt. Naja. Okay. Dann können wir hier nämlich so einen bauen. Und noch einen Seetang entfernen. Ein riesiger Einschlagkrater auf der Oberfläche dieses Planeten lässt darauf schließen, dass eins etwas Großes damit kollidiert sein muss. Okay, siehst du, da geht's schon los. Wir haben kein Geld mehr und wir haben keine Dings. So. Zack. Mal gucken, ob wir noch ein Jahr auskommen mit dem hier. Dann haben wir hier nämlich einen Arbeitslosen, der dann in den Industriedistrikt kann. Ein gewaltiger Krater auf Rundore 6 scheint von der Kollision mit einem Raumschiff zu stammen. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass ein Schiff, das aus dem Hyperraum gesprungen ist, den Planet aus unbekannten Gründen vor ungefähr 10.000 Jahren gerammt hat. Die RF Asimov hat in der Nähe der Absturzstelle Reste von Hyperraum-Mechos erfasst, die einem kollabierten Hyperraumfeld entsprechen. Da das Schiff aber beim Einschlag pulverisiert wurde, kann diese Theorie nicht verifiziert werden. Okay, da gibt es Physik-Research, kriegen wir dafür? Das ist doch nett. Und ihr könnt mal bitte hier weiter erforschen und nicht dumm rumstehen.
Wachsende Zuschuss für die Progress, Peace and Prosperity League hat im Boxring die Fraktion schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in ihre Regierung sind sie nach außen hin pazifistischer geworden. Noch pazifistischer. Das ist ja sehr schön für uns. Um die müssen wir uns dann keine Sorgen machen. Oh je. Wie viele Jobs? Ein Job Handwerker, ein Job Metallurg. Das wird nicht reichen, glaube ich. Schauen wir mal. Wir sind von einem zuvor unbekannten Weltraumreich kontaktiert worden. Sie nennen sich die Yalon Order. Sie behaupten, durch das Belauschen der Kommunikation eines anderen Reichs, mit dem wir in Kontakt stehen, von unserer Existenz erfahren zu haben. Interessant, okay. Das sind fanatisch-spiritualistische Militaristen, theokratische Diktatur. Ein wahrlich gutes Treffen. Ich stehe für das Yalon Order unter Führung des glorreichen Patriarchs Nak Hetznail. Wir beherrschen unseren Raumbereich mit göttlichem Mandat und solange ihr euch nicht in unsere spirituellen Angelegenheiten einmischt, wird unsere Beziehung freundschaftlich bleiben. Okay, von einer Kooperation profitieren und bla. Okay. Ah, siehste. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt fehlt nur noch Geld. Brauchen wir nur noch Geld. Okay, und dazu. Können wir hier mal auch einen giftigen Seetang entfernen? Und dann vielleicht was bauen, wenn die damit fertig sind. Und hier genauso. Hier können wir noch ein. Noch ein Industriedistrikt bauen vielleicht. Brauchen wir noch mehr Mineralien für, aber die kriegen wir ja. So, und Zaptok kann man mal. Forschungsstation. Die Landschaft von Sauer 3 wird von Pflanzen mit wahrhaft unglaublichen Proportionen beherrscht, deren lebhafte Farbe und gigantische Größe fast schon unsere Xenobiologen beanspruchen können. Okay. Erforschen wir mal. Und du gehst bitte dahin und baust auch ein paar Forschungsstationen. Wie sonst noch? Upp, irgendwelche Sachen, die wir. Anomaly detected. Oh, wow. Während immer mehr Weltraumkulturen formelle Beziehungen zueinander aufbauen, wird die Galaxie zu einem pulsierenden und lebendigen Ort, um Missverständnisse zwischen den Nationen zu vermeiden, haben immer mehr Diplomatien. Diplomaten die Gründung einer neuen pangalaktischen Organisation gefordert, einer Gemeinschaft, in der sich die Reiche der Galaxis treffen können, um wichtige Angelegenheiten zu erörtern. Soll Überlebenskomitee der Terraner seine Unterstützung für die Gründung einer solchen galaktischen Gemeinschaft zusagen? Ja, machen wir mal. Das. Ah, Wissenschaftsoffizier Sir Andrew Buxton hat einige beunruhigende Funde auf Sauer 3 gemacht. Die Megaflora des Planeten ist nicht nur weit verbreitet und gigantisch, sondern auch räuberisch. Verschiedene Arten fleischfressender Pflanzen ruhen geduldig auf der Oberfläche, geben aromatische Lockdüfte in die Luft ab und warten darauf, dass sich Beute nähert. Empfindliche Ranken am Ende der Blätter der Pflanzen registrieren die Annäherung von Tieren, was dazu führt, dass die Pflanzen um ihre unglückselige Beute herum zuschnappen und diese langsam mit Verdauungssäuren zersetzen. Sir Andrew Buxton warnt davor, dass künftige Kolonisten sich von diesen räuberischen Pflanzen fernhalten müssen, da sie scheinbar mehr als fähig sind, einen erwachsenen Menschen zu fangen. Beunruhigend. Okay. Und was haben wir hier? Komm, Magia. Stopp. Bei der Erkundung dieses Mondes sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen, das von einem kleinen Objekt im Orbit auszugehen scheint. Das Signal enthält keine Nachricht.
Ist es etwa nur ein Notfallsender? Erforschen wir mal. Und wir können ein neues Bewohnerressourcenproduktion können wir erhöhen. Oder wir können zusätzlich einen Büroangestelltenjob oder... ja, machen wir mal das mit den Ressourcen. Das klingt gut. So, also Nahrung haben wir genug. Wir könnten hier noch ein Dings bauen. Und hier unten bauen wir noch mal ein... Nicht, können wir nicht, Scheibenhonig. Tier brauchen wir auch. Okay, verkaufen wir mal ein paar von den Nahrungen. Können wir das nämlich auch wegmachen. Was, ach so, Geld fehlt, okay. Construction online. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Construction online. Okay, also hier unten ging es nicht weiter. Nee, da waren wir eingekesselt. Dann nehmen wir mal das hier. Dies ist ein historischer Tag. Mehrere der größten Weltraumreiche der Galaxie, darunter das Überlebenskomitee der Terraner, haben die Gründung der Galaktischen Gemeinschaft angekündigt. Diese reichsüberspannende Organisation wird als Forum dienen, in dem Angelegenheiten, die die gesamte Galaxis betreffen, diskutiert und entschieden werden können. Als eines der Gründungsmitglieder können wir stolz auf diesen Meilenstein der galaktischen Geschichte sein. Sehr schön. Ein großer Tag für die Galaxis. Receiving Transmission. Oh wow, stopp, was ist das hier? Jibru Star Dynasty, versklavende Despoten möchten eine Botschaft. Ja, warum nicht? Vielleicht können wir die gegen die Sklaverei aufbringen. Okay, das ist die Vorschlagwarteschlange. Okay, wir können einen Gesandten zuweisen hier. Machen wir mal hier Spionagenetz. Ist egal. Und dann können wir hier gucken. Galaktischer Handel. Machen wir mal Schlagwortstandardisierung. Wollen wir machen. Und Entschuldigung. Ja. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. System Survey. Ja, da sehen wir bald schon ein bisschen. Die Bouvodon Stellar Authority, konstitutionelle Diktatur, wollen auch eine Botschaft. Okay. So, was haben wir hier? Baugeschwindigkeit planetar ist natürlich nicht schlecht. Machen wir mal die exotischen Gasraffinerien. Und wir haben nicht genug Geld, um hier Leute zu... Ja, das ist mir schon klar. Aber da brauchen wir auch Geld zu. Warte mal, aber erstmal bauen wir hier noch einen. So. So. Nehmen wir den. Irina, noch was? Die kann gut forschen. So. System scan complete. Anomaly detected. Überall auf der Oberfläche von Kamagas 8a spielen sich optische Phänomene ab, die man auch aus dem Weltraum klar erkennen kann. Okay. Was ist die neue Technologie? Entfernung von gefährlicher Tierwelt. Okay. Sozialforschung. Flottenüberlegenheit.
Oder Weltraumhandelsunternehmen. Eine Sozialforschung. Dibro und Jalon haben Frieden geschlossen, okay. Wer ist eigentlich wo? Das, die sind da. Da sind noch mehr im Tuck. Dibro und Jalon sind die beiden, okay. Wissenschaftsoffizier Veronique Pellissier berichtet, dass die leuchtenden Wellen, die durch das Eis pulsieren, von den Komagas 8a bedeckt ist, einen fremdartigen Hintergrund haben. Im Zuge einer lang zurückliegenden Schlacht wurden Wrackteile eines Alienjägers über den gefrorenen Planeten verteilt. Nur der freigelegte Kern seiner Hauptbewaffnung ist noch intakt. Anscheinend hat diese fremde Spezies Laser benutzt, die eine große Ähnlichkeit zu denen aufweisen, die derzeit in der menschlichen Flotten im Einsatz sind. Das summende Innenleben der Laser schickt regelmäßig schwache Laserstöße ins Eis von Komagas 8a. Das raue Klima des Planeten verhindert, dass die Laser das Eis schmelzen, weshalb die frostige Matrix wie ein strahlendes Prisma wirkt. Okay. Interessant, ganz genau. So. Construction online. Okay, da können wir dann gleich eine Bergbaustation bauen. Und nach hierhin weiter, weil da gibt es auch Energie. Und haben wir hier eigentlich noch irgendwelche Welten? Wir haben hier, das wäre toll, wenn wir diese archäologische Stätte noch kriegen. Der Senat befindet sich in der Sitzung. Okay, schauen wir mal. Regulatorische Erleichterung, diplomatische Beziehung. Bewohnbarkeit -2%, das lehnen wir ab. Initiating evasive maneuvers. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Also erstmal brauchen wir... So, okay. Oh, großartig. Machen wir den Genetiker, die Genetikerin besser. So, was ist das hier? Das ist... Ah ja, noch so eine Weltraumwolke, okay. So, wenn du das nicht willst, weil da sind biber böse Weltraumwolken, dann kannst du mal auf Alpha Centauri die archäologische Stätte ausgraben. Und hier auf Haag... Das ist näher dran, glaube ich. Oder? Wollen wir einfach mal beide hierhin bewegen. So. Gucken wir, wer zuerst da ist. Okay. Okay. Hier können wir mal Spezialprojekt gucken. Und dann hier auf Subtrag ausgraben. Fertig.
System surveyed. Brauchen aber dringlichst mehr Geld hier. Anomaly detected. Okay, der ist zuerst da. Der Planet Romanox B2 besteht aus giftigem Ödland. Unsere Scans zeigen aber, dass das nicht immer so gewesen ist. Einst scheint dies die Heimatwelt einer nun ausgestorbenen Zivilisation gewesen zu sein, die ihre Heimat durch ihre starke Abhängigkeit von klimaverändernden Treibstoffen und Giften anscheinend selbst vernichtet hat. Auf einem abgelegenen Hügel in der Nähe einer Großstadt haben wir eine einzelne aktive Einrichtung entdeckt. Das verwüstete Robotermontagewerk ist von Militärfahrzeugen umgeben, die so verfallen sind, dass sie bei der kleinsten Berührung auseinanderbrechen. Diese mysteriöse Alien-Einrichtung könnte uns reichlich Studienmaterial bieten. Ein abschreckendes Beispiel. Okay. Construction online. Sehr gut. Und hier bauen wir auch Forschungsstation. So. Anomaly detected. Haben wir Lebens... okay. Welche Art... kein Wissenschaftler, deswegen. Kein Wissenschaftler, das heißt, der ist gestorbenen. Okay. Dann brauchen wir einen neuen.
Oh, der ist tot. Okay. Brauchen einen neuen Timmy, aber wir haben kein Geld für einen Timmy. Das heißt, wir müssen erstmal Nahrung verkaufen, damit wir Geld für Timmy haben. Construction online. Wo war der? Construction online. Eingestürzte Gebäude, abgestürzte Raumschiffe, Klumpen von geschmolzenem Müll und Schmuckstücken deuten darauf hin, dass die ehemaligen Einwohner von Sabtrak 5 inmitten eines verlorenen Krieges gegen einen überlegenen Feind aus ihren Häusern geflohen sind. Okay. Stopp. Leichen, die ausländische militärische Insignien tragen, deuten darauf hin, dass es möglicherweise zu Konflikten zwischen Rattenclans gekommen ist, die aus verschiedenen Heimatwelten stammen. Ihre Evakuierungsbemühungen wurden dadurch behindert, dass sie nicht bereit waren, ihre geschätzten Schmuckstücke aufzugeben, und viele verloren ihr Leben, um völlig banale Gegenstände zu retten. Ein Artefakt scheint jedoch einen besonderen Platz in der Gesellschaft zu haben, der Rubrikator. Es scheint, dass sie lange und hart gekämpft haben, um ihn zu retten, aber letztendlich zurücklassen mussten. Okay, der Rubrikator. Okay, wir brauchen irgendwas. Wir müssen irgendwie unseren Einfluss hier benutzen, und zwar mit Erlassen. Agrarsubventionen sind toll. Verbesserte Energieinitiative ist auch super. Und das ist alles, was wir momentan machen können hier. Können wir eigentlich schon terraformen? Nein. New technology discovered. Fortschrittliche Schilde, Energiecredits. Mehr Energiecredits ist immer gut. So, und hier können wir auch noch was bauen. Hier können wir einen Energiesektor bauen. Beziehungsweise konnten wir gerade eben noch, aber können wir jetzt nicht mehr. So, einen Energiesektor bauen. Dann haut das bestimmt alles wieder hin. Und hier können wir noch den giftigen Seetang entfernen auf dieser Welt. Aber das machen wir beim nächsten Mal, und beim nächsten Mal gucken wir dann auch, was dieses Ereignis an archäologischer Stätte, was es damit auf sich hat. Ich finde, wir sind auf einem ganz guten Weg. Also es gibt uns noch, wir haben die meisten Leute retten können von der Erde. Aber irgendwie 700.000 Menschen oder so und 300.000 Roboter sind leider mit der Erde in die Luft geflogen. Dafür haben wir jetzt sowas wie die galaktische UN, wo wir die Politik hier beeinflussen können, so galaktischer Mark. Mark klingt gut. Tianqi-Bekämpfung, das sind diese Weltraumwale, da bin ich gegen, die sollen nicht bekämpft werden. Okay. Ja, und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es doch oder schreibt besser noch einen Kommentar, weil ja, ist schön, wenn man so Anregungen kriegt durch Kommentare. Ist leider ein bisschen wenig in den ersten paar Folgen gewesen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.